Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Leute, ganz, ganz wichtig, Leute, seid morgen dabei. Morgen wird's wild, morgen absolute Eskalation. Wir haben mal wieder richtig viele Packs am Start. Livestream, 16 Uhr, Leute, seid gern mit dabei. Es wird wild, es wird absolut wild. Also ich brauche eigentlich wenig zu sagen. Wir haben richtig viele Punkte. Ich kann es euch am besten mal hier dran zeigen, hier dran beweisen, was auch immer ihr jetzt hören wollt. Aber schaut euch das einfach mal an, was wir von diesen verschiedenen Punkten alles mal so da haben. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig viel. Und wenn mich EA jetzt hier auch reinlassen würde, was sie jetzt auch tun, okay, perfekt, war nur gerade längere Ladezeit. Aber Toti-Token 1225 wären natürlich noch mehr. Wir haben Angriffspunkte 4000 Stück mal wieder am Start. Mittelfeldpunkte nochmal 2400, Verteidigerpunkte 905, also da können wir richtig viel nochmal öffnen. Karnevalpunkte kann ich auch raushauen, wir haben wieder Ligatour-Packs, also Leute, da geht's auf jeden Fall ordentlich ja, los auf jeden Fall. Und ich kriege auch hier noch im Star Pass, glaube ich, genau, Verteidigerpunkte, so sieht's aus. Also ja, sogar nur 11 FIFA-Points, also dann als nächstes noch die Logos, okay, das ist jetzt nicht so interessant, aber... Ah ja, hier geht es auf jeden Fall schon mal ordentlich weiter, Leute. Ganz, ganz wilde Sache. Ja, ganz wild war natürlich auch das Spiel am Freitag von Aue. Ich habe es jetzt mittlerweile ein bisschen verdaut, weil auch gestern die Spielstände, ja, mich ein bisschen erleichtert haben, kann ich sagen. Dass es auch andere Leute getroffen hat in der 90. Minute und so. Also, ja, es ist wieder in Ordnung, aber ganz verdauen wird man das natürlich nicht, ist ja klar. Aber es ist erstmal okay. Es ist erstmal okay, Leute. Und... So, wir können erstmal gut reingehen, schnell nochmal in die Quest. Da kann ich, glaube ich, genau hier nochmal angemeldet, das hier noch abholen. Dann den Rest habe ich natürlich alles schon gemacht. Ist ja eine ganz klare Sache hier. Habe ich schon mal ordentlich reingehauen. Ich muss mal Karneval spielen, glaube ich. Karneval habe ich bisher heute noch nicht gespielt. Ich habe auch bisher noch keine Packs hier geöffnet. Werden wir natürlich alles machen im Livestream. Ganz klare Sache, Leute. Da wird es hier nochmal ordentlich was geben. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was wir hier noch Schönes ziehen können. Ich glaube, mit den Packs, mit den Punkten, die ich dann noch habe, können wir hier auch 600 Karneval-Punkte abholen. Wir gehen Richtung Ansu Fati, Leute. Ansu Fati werde ich mir wahrscheinlich abholen. Der ist ein bisschen mehr wert als Jonathan Tah. Und ja, deswegen Ansu Fati abholen. Also, wir werden ihn nicht abholen können, aber in Richtung Ansu Fati gehen. Das ist so jetzt erstmal der Punkt. Also, nicht Tah, sondern hier oben Fati, genau. Ja, weil Fati ist ja Free-to-Play und den werde ich mir auch abholen. 13,25 Millionen habe ich noch am Start. Ja, ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen was am Team verbessern. Mal schauen, was da noch so mit dabei ist. Was nochmal ganz interessant ist, vielleicht für den ein oder anderen von euch. Viele Leute fragen immer, wie sieht's aus mit der Liga? Wir haben Platz. Wir haben wieder Platz in der Liga, Leute. Ihr braucht eine mindestens 100 Gesamtbewertung. Kriegt gerne eine Anfrage. Wir haben 23 Mitglieder derzeit. Weil ich wieder ein bisschen was rausnehmen musste. Macht aus dem Schacht heißt die Liga. Ab 100 Guests könnt ihr hier gerne reinkommen. Ganz interessante Sache, denke ich mal. Wer Bock hat, es wollten viele hier rein. Also, wer Bock hat, kann hier gerne mit reinkommen. Genau. Und dann ist das ganze Ding auch bestimmt bald wieder gefüllt, so wie ich mir das vorstelle. Aber egal, könnt ihr, also wie schon gesagt, hier gerne euch mal hier rein verirren. So sieht's aus. Ja, das heißt, das haben wir jetzt hier auch eigentlich erstmal alles geklärt. Was ich noch ganz interessant finde, was ihr sowieso alle schon wisst, weil Packs wieder gefühlt wieder alles Mögliche gezogen hat. Aber ich finde es ganz nice, dass sogar jetzt wieder alle Packs zu haben. Klose, Deku, Lahm, kann man alle wieder ziehen. Ich hoffe, ich kriege, ja, ich komme wahrscheinlich nicht mehr auf 870 Gems, weil mit FIFA Points will ich eigentlich nicht öffnen, weil hier Deko-Packs sind natürlich schon ganz interessant, wegen Mittelfeldpunkten, dies, das, ihr kennt schon, aber leider... ja, wird das wahrscheinlich nichts hier mit dem ganzen Gespare, weil die sind dann auch irgendwann wieder weg. Oder ich weiß nicht genau, ob die bis zum Ende vom Toti bleiben, weil wenn die wirklich bis zum Ende vom Toti bleiben, dann würde ich wahrscheinlich sogar nochmal da ein bisschen was rein investieren. Aber wenn die wirklich nicht, wenn die nicht bleiben, dann, ja, dann war es das. Egal. Wir schauen nämlich nochmal, genau, das Hauptthema des Videos sind natürlich die Icons. Und da wollen wir nämlich mal reinschauen. Und zwar sind die Icons... irrsinnig gestiegen. Ich denke mal, ihr habt es alle mitbekommen, die Icons, die es gibt. Und zwar, wenn man jetzt hier mal schaut, die ganzen Icons, also die Base-Icons, die rausgekommen sind, die sind dermaßen gestiegen. Dabei haben die gar nicht mal so geile Stats. Real Talk, die haben nicht geile Stats. Also es hält sich in Grenzen, die Stats so.
kann man ehrlich sagen, aber trotzdem 35 Millionen zum Beispiel für den Zinedine Zidane. Und ich kann auch ganz einfach sagen, woran das liegt. Also ich denke mal, ihr wisst vielleicht schon, aber die werden auch noch weiter steigen. Die werden auch noch weiter steigen, denn man kann ihn jetzt kaufen. Man kann die 35 Millionen ausgeben, 37 Millionen sogar. Also niedrigster Preis 33 Millionen. Man kann diese Anfrage zum Verkauf schicken, aber es gibt keinen, der verkauft. Es gibt keinen, der verkauft. Und das ist bei eigentlich jeder Icon so. Es ist eigentlich bei jeder Icon so. Wir haben ganz, ganz viele Anfragen, sieht man hier, ganz viele Kaufanfragen. Aber es gibt niemanden, der verkauft. Weil einfach die Leute viel zu viele Videos von mir geschaut haben, in denen ich gesagt habe, dass sie sich überhaupt nicht lohnen, die Icon-Packs. Ja, Leute, es wird jede Icon noch so massiv steigen, wenn das so weitergeht. Also die meisten Icons hier auch sind auf jeden Fall nicht so häufig vorhanden. Okay, hier zum Beispiel Eto'o ist mal vorhanden, aber die meisten Icons sind auf jeden Fall hier nicht so mit ganz da. Jetzt sind ein paar wieder mehr da, ein paar Icons mehr da, das heißt ein paar mehr Leute haben die Icon Packs gemacht, aber hier die ganzen großen, da sieht man eigentlich ganz, ganz wenige auf dem Markt. Da hat, ich glaube, EA immer noch ein bisschen was gegönnt, aber es ist ganz, ganz schwierig, daran zu kommen. Die Preise werden auf jeden Fall noch steigen. Leute, die Preise werden auf jeden Fall noch steigen. Wenn man jetzt mal so schaut beim Desaili, hier auch da komplett viele Anfragen und es ist einfach nichts da, weil einfach niemand diese Spieler zieht. Also, weil es auch so viele Icons gibt, so viele verschiedene, ist es halt ja schwierig, alle Icons abzudecken, dass alle Icons irgendwann mal gezogen werden. Und ja, deshalb werden die meisten, also die meisten zumindest, werden noch weiter steigen. Genau, klare Sache hier, viele Anfragen, keiner verkauft, es wird eigentlich alles steigen. Mal gucken, bis wohin, es ist die Frage, bis wohin werden die alle steigen. Zum Beispiel Ronaldo kostet jetzt schon 26,4 Millionen, 35,3 ist das hier das höchste von Zidane. Ist so die Frage, ne? Mal gucken, wie lange geht das noch? Bis wohin? Was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Was denkt ihr dazu, zu der ganzen Icon-Sache? Würde mich mal eure Meinung interessieren, Leute. Und das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, dann mal morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.